So, und das muss jetzt. Das muss jetzt rechts daneben, ne? Ja. Da steht aber das dann am Weg. Machen wir das hier. 1, 2, 3. Oh. 4, 5. Das ist komisch so lose. 1, 2, 3. So, und dann noch 4 hoch, sobald es geht. Wie macht er schon? So, dann von hier aus da lang, nicht dahin. Da ist wieder was im Weg, sondern ist. So, da, da, hier, so, dann runter. Richtig. Okay. Rüber. Rüber. Oh, die kriegen gleich richtig viele rote Cubes. Ganz schnell. Ist da. Stampf, Stampf. Dann die erste Forschungsanlage wieder. Ich mache sie absichtlich weiter unten, weil ich nicht weiß, wie ich hier rumalber. Ha. Huh. Ich kann auch einfach hier unten das langlaufen lassen. Dann haben wir kein Problem mit den Reinkommenden. Ja, das mache ich. Also, es ist ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich, was nicht heißt unmöglich, dass wir mehr als 2 von diesen Türmen hier brauchen. Von denen hier. Na? Also ich denke mal, ja okay, vielleicht 3. Bei den großen Forschungen. Aber mehr als 3 werden wir nicht brauchen. Das heißt, der Platz hier unten, also ganz hier hinten, ist dann frei, um die Fließbänder noch da weiterzuführen. Ja. Ich denke, das ist vertretbar. Minus, 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 minus. Also geht's mal bis da. Und ab da ist Schluss. Und Output geht bitte runter. Bis hier. Bis. Nee, warte. Bis da. Das ist nämlich auch der erste Bruch. Und geht dann komplett rüber bis hier hinten. Denk, das ist jetzt blau. Das ist blau. Ja, genau, das ist blau. Dann stellen wir hier irgendwo rot her. Rot geht runter und schmiegt sich dann an die blaue. Und dann kommt hier das nächste und das schmiegt sich dann an rot und so weiter. Dann geht das alles super auf. Es gibt da keine Überlappung, Überschneidung oder sonst irgendwas. Das klingt gut, hä? Also, dich. Rein, rein. Raus. Besser. Ich dachte schon, habe ich jetzt die falschen Sachen angeschlossen und muss das alles nochmal machen. Nein, das ist gut. Da kommt das Funkelzeug. Wow. Ich wollte Fundamente holen und mir Fließbänder. Fundamente. Weil das kannst du beschränken auf. So. Fließbänder. War ein Gero wäre so nett. Nö. Gero wäre aber noch nicht so nett, die Fließbänder zu automatisieren. Hatte keine so hohe Priorität, weil hier alles ist. Ja. Das ist dann irgendein Side-Project für später. Jetzt geht es erstmal echt nur darum. Uff, ich sollte mein Inventar ausmisten. Jetzt geht es echt erstmal nur um die Sachen da ordentlich hinzubekommen. Stack das alles mal. Also die Forschung richtig hinzubekommen und die Forschung auch durchgehen laufen kann und wir dann endlich mal in andere Sonnensysteme springen können. Also ohne halt 2 Stunden zu laufen und ne, ganz anderen tollen Kram. Hier bin ich falsch. Können wir ähnlich wie bei den Tanks
auch in die Kisten reinfahren. Nur so aus Neugier. Nein, okay. Kann ich hier noch ein paar von euch reinschmeißen? Nein, okay. Ich gehe jetzt schon mal dahin, wo die Dinger verbraucht werden. Also hier sind jetzt 3 Cubes, hier sind 3 Cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hier ist noch 7. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kann da ganz hinten bauen. Interessant. Schon praktisch. Also, ersten 3 Cubes hier, 4 bis 6 Cubes hier. Und ab hier kommen dann die eigentlichen Forschungslabore. Was aber auch nur 2 oder 3 Reihen sein werden. Das heißt, wir nehmen einfach mal die Mitte hiervon. So, die producen nichts, die researchen. Moment mal, warum haben wir nur die 3 zur Auswahl? Es gibt 5? Ach so, das letzte ist dann einfach nur fürs Ende des Spiels. Okay. Dann brauchen wir 3 Fließbänder auf der einen Seite und 2 dann auf der anderen. Aber ich mache trotzdem 3, weil es dann ordentlich aussieht. So. Blau ist dann ganz hinten. Das heißt, das da wird das leere Fließband werden. Setzen. Ich werfe währenddessen dich da rein, dich da rein, dich da rein. Ich bin versucht, dann sofort dahin zu tun, auch wenn niemals irgendwas auf das Fließband kommen wird. Einfach nur weil. So, blau ist angeschlossen. Wird gebaut. Beforscht. Alles. Dich hätte ich da und da geht das einigermaßen auf. Geht so. Output für dich wäre hier runter bis nach da hinten. Input für Rot ist jetzt Graphit und Wasserstoff. Ja, endlich Wasserstoff verbrauchen. Sehr schön. Das ist hier. Da. Haben wir eins davon schon bis hier hinten hingezogen? Nein, haben wir nicht. 1, 2, 3, 4. Wasserstoff. Lack of Item. Oh, ich nehme die falschen. Da. Wasserstoff und Graphit ist das da, oder? Ja. So. Ich muss bald neue Dinge holen. Kriege ich das jetzt ohne einen Krampf hin? Mal schauen. Also erst müssen sie noch länger gezogen werden, damit ich den Knubbel runter machen kann, ohne dass da die rechte Ecke fehlt, die Halterung quasi. Das ist jetzt die Höhe. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hätte gerne dich. So.
ne? Ja. Das ist Wasserstoff. Endlich weg. Und Graphit muss ich wieder so doof bauen. Eigentlich müsste ich den Knubbel da. Ja, egal. Ist jetzt zu spät. 1, 2, 3, 4, 5. So. Bis nach da, hier runter, da lang. Ruf, ruf. Brauche schon mehr Sorte, die sind bald wieder aus. Gut. Bis hier und dann da runter. Ja, das ging doch einigermaßen flott. Hier baut man das zu Ende. Du rein. Rein. Raus. Und jetzt haben wir schon blau und. So. Blau und rot automatisiert. Das schaffen wir diese Folge noch mit den Science Packs. Auch wenn wir keine Forschung mehr haben, die nur blau und rot braucht, aber pst. du dann gelb. Das sind die beiden Kristalle. Weißt du was, da kann ich gleich mal meine hier loswerden. Bitteschön. Und bitteschön. Dann kannst du hier bitte auf Bodenhöhe. Bis nach da. Was nochmal? So, die beiden Kristalle. Ja. Das wäre die Höhe bis da. Neben der dicken Linie die beiden Felder für die Kristalle. Kristalle sind 1, 2, 3, 4. Einmal du und einmal du. 1, 2, 3, 4, 5. Ich wiederhole gerne Fehler. Für diejenigen, die aufmerksam waren, sehen gerade, was ich tue. Nein. Das muss da runter, ne? Oh, nee, so noch weiter. Ja, ich verbessere meine Fehler. Das ist echt, also verschlimmbessere. Verschlechtere könnte man auch sagen. Dahin und dann runter. Es ist ein stetiger Prozess. Diese Fabrik wird besser aussehen und wesentlich besser funktionieren als die erste Fabrik. Dann haben wir unendlich Ressourcen, Forschung und so weiter. Und dann könnte man theoretisch, wenn man Zeit und Muße hätte, was ich wahrscheinlich nicht haben werde, eine noch bessere machen, die dann noch ordentlicher aussieht und noch besser funktioniert und alles. Ja. So, jetzt müssen wir noch einen größeren Bogen bauen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe gleich schon wieder keine Fließbänder. 1, 2, 3. Nein. Nix da. Bis da und dann runter. Okay, gar nicht sowas. So. Dich. Und damit, meine Damen und Herren, und Andersartige, haben wir jetzt alles soweit automatisiert wie in der alten Fabrik und können jetzt richtig loslegen mit der Forschung und dann halt entsprechend hier
Entweder die Forschungsanlagen expandieren, um mehr, also schneller auf die Cubes herzustellen, wenn wir genug Ressourcen haben. Und wenn wir nicht genug Ressourcen haben, folgen wir aber der Lebensidee nach hinten und boosten alles, was wir für die Ressourcen brauchen. Das heißt, ich suche mir jetzt irgendeine schöne, tolle... Ist da hinten alles schon fertig? Oh nein, hier fehlen noch die... Ja, okay. Each. Brauchen noch mehr Fließbänder. Also ja, die Fließbänder müssen automatisiert werden. Aber wichtig war halt echt nur die Forschung für mich erstmal. So. Da. Storage. Her damit. Ich denke, ich werde dann auch zwischen dieser und der nächsten Folge die Lebenslinie erweitern. Also erstmal alle Lücken auffüllen und dann einfach komplett schnurstracks weiter geradeaus. Auf dass wir dann um den Planeten einmal rumkommen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass beim nächsten Mal dann da wesentlich mehr Fließbandkram ist. Das soll ich schon mal machen, habe ich dann doch nicht gemacht. Aber jetzt versuche ich dran zu denken. So, da. Ist da hinten. Dich bis hier. Bots. Ich muss forschen und optimieren und noch mehr forschen. Alles da? Alles da. Okay. Ich hätte gerne an Forschung. Die nächste Forschung. ich glaube sogar echt. Fusion High Strength Glass. Gravitational Bla. Ja, macht Gravitational Bla. Ziemlich fast. Was ist das? Mach einfach. Habe ich noch Cubes hier? Nein, Fundament schon weggemacht. So, dann Fundamente. Fundamente. Und man kann jetzt schon sehen, dass es zu langsam ist. Hier kommt zum Beispiel beim Graphit gar nichts an. Weil beim Graphit nichts ankommt. Hier kommt auch nichts davon an. Wo wird das hergestellt? Oh, ganz hinten, ne? Da wird Graphit antransportiert. Wir haben keine Herstellung. Stopp. Wir importieren all unser Graphit. Was? Nicht ganz. Bin ich auf der falschen Seite? Nö. Also ist nichts Schlimmes, ne? Also Graphit ist einfach nur Kohle wieder reinschmeißen. Das wundert mich nur. Ja, dann hätte ich jetzt gerne irgendwo Graphit. Irgendwo greifen wir hier eh schon Graphit ab. Ja, aber das ist... Nee. Hier. Ah, das ist freaky. Gib mir bitte Graphit. Da. Gib mir die Kohle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hm. 1, 2, 3. Ich
Hier einmal komplett rüber. Und dich da drauf, dich da drauf. Dann runter auf 0. Da runterziehen. Ah ja, wieder kein. Da runterziehen und hier jetzt bauen. Das ist einfach nur brennen, ne? 1, 2. Graphit. Graphit. Und hier geht's wieder hoch. Rein. Rein. Raus. Raus. 1, 2, 3. Komplett bis irgendwo. Mach es mal da. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann hier sie in den Anschluss reinfrickeln. Dich? Nein. Shift funktioniert leider gerade nicht. Ich hätte das anders machen sollen. Krieg das doch. Ah, doch hier. So. Ist da. Huge. Wird nicht reichen. Aber ist nett. Theoretisch könnten wir es bei dem Öl auch weiter hinbekommen, und zwar aus dem Strecken von Wasserstoff. Aber ich will keinen Wasserstoff stricken, wir haben so schon genug Wasserstoff. Stattdessen baue ich lieber mehr Fundamente, mehr Schmelzöfen, und dann passt es auch irgendwann. Research Speed Low. Ja, noch, weil, ne, Graphit, aber da sind wir ja gerade am Arbeiten. Copy, copy, brauchen wir Smelter. Kein Strom. Ja. Shift. Ist zu hell hier auf dem Planeten. Können wir nicht irgendwie so ein... Nee, wir wollen keinen dunklen Planeten. Dunkle Planeten heißt immer wieder, dass wir nicht genug Solarenergie bekommen. Ich kann sie aber echt schwer erkennen gerade. Gehe ich einfach... Die Linie darunter muss die hier sein. Ja, so kann es besser erkennen. Also da. Hier auch schon gut aus. Copy, copy, copy. Copy. Das war schon. So. Okay, das könnte jetzt hinhauen. Müssen wir mal schauen, wie es hier hinten aussieht. Ja, jetzt kommt nämlich hier auch Graphit mehr an. Es wird besser Plastik hergestellt. Graphit. Ja, das muss also mal weiter werden. Graphit geht hier durch, kommt aber, es kommt gerade gar nichts an. War da so ein Mangel? Jetzt, okay, jetzt muss ich erstmal hier staunen.
da. Jetzt kommt es weiter durch. Aber auch nicht so in den Mengen, ne? Eins. Okay, wir brauchen noch mehr Schmelzen. Mehr Schmelzen. Oh, wei, wei. So, hier staut es sich nämlich nicht, ne? Das ist der wichtige Punkt. Land erstmal. Ne, hier staut sich gar nichts. Ja, haben wir was zu tun. Rüber. Hier ist es einfach nur langsam, ne? Ja. Okay, dann hätte ich gerne viel mehr Platz. Hier ist schon ein Knick, ne? Ja, den Knick würde ich ungern noch mitnehmen. Müssen wir mal schauen, ob das so jetzt reicht. Sonst, ja, ich wollte sagen, sonst könnte man auf der anderen Seite das auch noch machen. Aber das können wir nicht, weil das ungünstig positioniert wurde. Also ich könnte hier noch einen Splitter machen, dass er nach da führt und dann hier noch eine Reihe machen. Ja, ich glaube, das wäre sogar besser. Das bereite ich schon mal vor. Das heißt, muss gar nicht schräg versetzt sein. Der kann ich hier hin. Das heißt, wir nehmen jetzt ein Fließband. Hier rum. So, jetzt könnte das nächste Kohle ein Problem werden. Dass eventuell das Kohlefließband aufgestuft werden muss, damit schneller hier die Kohle ankommt. Weil da unten kommt sollte keine mehr an, aber das glaube ich nur wegen dem kurzfristigen Befüllen hiervon. Ja, das kann weg. So. Sieht aber schon besser aus im Graphitfließband. Also ich glaube, das könnte jetzt drüben okay aussehen. Ja, das Kohlefließband muss einmal komplett aufgestuft werden. Aber wir haben halt noch nicht die ganz schnellen Fließbänder. Und dann müsste auch nochmal geguckt werden, ob da vielleicht nicht schnell genug... Oh ja, wir müssen uns selber auch auftanken. Da muss auch geguckt werden, ob die Kohle vielleicht nicht schnell genug auf das Hauptfließband draufgelegt wird. Sieht so kahl aus hier. Da, Titan. Ach Gott. Haben wir hier noch irgendwas? Das Zeug können wir verbrennen, aber es bringt wenig. Ach, trotzdem, während wir hier warten, dass die Dinger fertig werden. Dich brauchen wir nicht mehr. Ja, ich könnte jetzt hier jetzt alles abreißen. Alles, alles? Alles, alles. Ganzen Fließbänder. Da sind wir da richtig zugemüllt mit Kram. Da. Oder eine riesige Vernichtungsanlage. Alternativkiste. So. Ja, ich denke, ich mache dann jetzt erstmal Schluss für heute. Werde off-camera ganz viele Fließbänder bauen. Und wenn wir uns wiedersehen, optimieren wir weiter die Forschung. Aber die Forschung wird jetzt auch weiterlaufen. Also jetzt, wo wir das Graphitproblem behoben haben in der Hinsicht, oder zumindest stark verbessert haben, sollte genug Graphit reinkommen, dass auch die anderen Cubes da laufen. Ja,
Guti, dann sehen wir uns gleich wieder mit hoffentlich einem größeren Vorrat an den Zellen hier. Und ganz, ganz viel Fließbänder bei der Lebenslinie. Also bis dann.